So, und damit hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge der FIFA 17 Demo. Ich habe in der ersten Folge gesagt, dass ich nicht genau weiß, wie viele Folgen es werden, aber es werden zwei werden. Der eine vom Freitag und die, die jetzt Sonntag kommen soll. Ich habe jetzt auch ein bisschen am Schwierigkeitsgrad geschraubt, also ich habe den einen runtergedreht auf Halbprofi. Dann gucken wir mal, ob wir jetzt gewinnen können. Ich bin wieder zufällig. Sei Inter Mailand gegen... Das ist, glaube ich, ein bisschen schlecht. Warte, wir machen ja mal zufällig. Die Tigers. Mann. Komm, Chelsea gegen... Komm. Chelsea gegen... Obwohl... Chelsea passt. Oh, kein Real Madrid, oh Gott. Komm, gegen FC Chelsea. Nein, dann spielen wir Juventus Turin. Gegen Real Madrid. Das ist doch mal was. So. Lila, schick, schick. Ich habe auch schon gestern ein paar Testspiele gemacht mit dem Schwierigkeitsgrad. Und er ist ganz in Ordnung. Also da kann ich doch schon ein paar Tore schießen. Ja, das müsste eigentlich soweit passen. Schauen wir mal. Oh Gott. Das überspringen wir mal. Das muss ich nicht machen. Ja, hier ist Stamford Bridge. Was kann was werden? Juventus gegen Real. Das sind, glaube ich, die gleichen Kommentatoren wie letztes Mal. Ich leider nicht so sehr mag. Die guten Spieler. Die Fans sind auch schon gespannt. Dieses wahrscheinlich tolle Spiel. Das ist, glaube ich, Buffon, der Torwart. Schön hier die Aufstellung. Ich weiß gerade gar nicht, wer bei Real Madrid im Tor ist. Nee, Ter Stegen ist, glaube ich, bei Barcelona, oder? Na, Buffon, Bonucci kenne ich. Ist er wieder mal zu schnell. Higuain natürlich. Alves. Ich bin nicht von Juventus soweit. Denn jetzt noch Real Madrid. Muss ich eigentlich auch ein paar kennen. Ja, schön mal den abklatschen. Na was? Pepe, Ramos. Ach, Groß natürlich. Ich Idiot. Ronaldo, Benzema, Rodriguez. Ja. Das war aber zu schnell. Ich kann nicht alles lesen. Wie konnte ich denn Groß vergessen? Mein Gott. Ich meine, Toni Groß kommt ja gebürtig aus Greifswald. Das liegt ja in Mecklenburg-Vorpommern, genau da, wo ich auch wohne. Kessel ist noch gar nicht so unglaublich weit von mir entfernt, also... Ich sag mal, in einer Stunde komme ich schon dahin. Ja, Stunde müsste reichen. Aber, dass ich das vergessen habe, das ist echt peinlich. Wir haben Anstoß natürlich. Okay, warum natürlich? Das ist Zufall, ne? So, pfeifen wir mal hier, Schiri. Gut. Ich hoffe, das wird eine spannende Partie. Mist. Ging der rüber oder war er zu rechts oder links? Habe ich jetzt nicht genau gesehen. Naja, hol den Ball, kleiner Torwart. Wann da was? Sagt mir gar nichts.
den einzigen spanischen Torwart, den ich kenne, das ist Iker Casillas. Was spielt er überhaupt noch? Das weiß ich gar nicht. Well, here we go with Juventus. Always a team worth watching. And they might be pushed quite hard here. Quick into the tackle. Schön geklärt, aber leider aus. So dass Real wieder den Einwurf hat. Oh, das war. Oh. Ach, Bale. Ha. Bale hat lange Haare. Dass es ich unter Bale im Kopf hatte. Oder es ist der Bale, den ich meine. Ach, weiß ich jetzt nicht. So. Ups, ich habe die Farben vertauscht. Komm, nochmal, Sprint. Ey! Ah, Idiot. Hey! Ah! Was gegen Pfosten? Guck der denn? Ah! Also hat sich nach Pfosten angehört. Mist. Eine Chance ergeben. Idiot. Also mein Testspielen habe ich öfters auch mit 4-0 gewonnen. Das war meistens mit einer sehr guten Mannschaft gegen eine sehr schlechte. Mann, warum habe ich denn so lasch geschossen? Deswegen, ich gehe nicht gern so zentral rauf, sage ich mal, da relativ zentral. Ich lebe von der Seite, flankt er ein bisschen und dann. Ja, es war jetzt auch nicht so ein Ronaldo-Schuss, wie man ihn kennt. Hab ich auch schon mal. Oh, okay, ja. Real Madrid looking good with this attack. Ronaldo! Ah, jetzt nicht Ronaldo. Oh! Pepe. Das klingt irgendwie so ein bisschen schwul, finde ich. Hallo? Oh. Da wollte ich eigentlich ein bisschen weiter unten zielen. Stimmt mich aber auch gerade echt dumm an. Sowohl beim Verteidigen als auch beim Angreifen. Nicht schlecht, Kroos, nicht schlecht. Aber Buffon gut gehalten. Wie der sich durchgespielt hat, Alter. Wie schlecht ich bin. Da sieht man schon, FIFA ist eigentlich nicht. Oh, nicht, Ecke. FIFA ist eigentlich nicht mein Spiel. Ich habe das Gefühl, dass ich noch hier hart auf die Fresse bekommen werde. Hui, da ist mir mal ganz kurz der Atem gestockt. Oh, ja. Shots off! There will be a minimum of 3 minutes. He has cleared
Ich spiele gerade so schlecht. Ja, Halbzeit. Schlechtes Spiel von mir, sehr schlechtes. Aber zum Glück steht es noch 0-0. Und Assassin's Creed Chronicles China ist bereits im Start. Ist auch sehr toll. Kann man sich ja gerade mit der goldenen Mitgliedschaft kostenlos runterladen. Mache ich natürlich. War 0-0, da habe ich echt so viele Chancen vergeben. Ich würde sagen, ich war sogar in der Verteidigung noch schlechter als im Angriff. Die haben sogar mehr Schüsse als ich. Schüsse als Vergleich, Ballbesitz haben sie mehr. Zweikämpfe haben wir deutlich mehr. Kein Foul, keine Karten. Eine Ecke hatten sie. Passgenauigkeit 90%. Das ist nicht schlecht. Das muss man aber ganz ehrlich sagen. Ich habe leider nur 80. Jetzt auf die andere Seite. Mal gucken, wie wir jetzt das hier schaffen. Oh, Alter. Modric. Oh, warum? Now they've got a chance in this part of the pitch. Modric! Wow. Great work by the goalkeeper. Nein! Mann! Wieso? Wieso kann der Typ nicht schneller laufen, zu dem ich spielen wollte? Was ist das für ein Idiot? Nein. Ich bin noch nicht so ganz... Oh mein Gott! Oh! Was? Was? Ich habe gerade wirklich Penalty gehört, also 11 Meter. Oh, nee, bitte nicht. Komm schon. Erstmal Wechsel. Rodriguez geht. Aber bitte. Bitte, ich habe mich da verhört. Oder halt auch falsch übersetzt. Ich bin jetzt auch nicht so der Englisch-Profi. Nein. Und CR7 schießt ihn auch noch. Habt ihr das gesehen? Ich hab den gehalten, den Elfmeter von Ronaldo. Alter, war das geil. So, endlich mal einen Elfmeter gehalten, nicht so im letzten Spiel. Ja. Warum der so... Ja, den hält bevor, easy. Alter, was ist denn hier los? Ja, gut. Gelbe Karte. Dankeschön. Ist ja sowieso relativ egal, wegen Karten. Gelb und Rot ist jetzt nicht so toll, weil dann leider ein Spieler gehen muss. Hey, Freistoß kannst du auch haben. Oder Einwurf? Freistoß. Ah, der macht ihn... Den macht er, glaube ich, nicht direkt. Den macht er, glaube ich, eine Flanke daraus.
Ja, ich schnell Linie machen. Genau da müsst ihr stehen. Die macht er nicht direkt. Es bleibt aber gefährlich. Ich muss mal wieder langsam in die gegnerische Hälfte, sonst wird das hier nichts. Gut, dass der durchging. So, Beaufort. Ja, schön. Sehr neben, wie du willst. Ich passe jetzt einfach mal. Mann, was ist das denn hier? Naja, Freistoß. Kannst du haben, Bonucci. Dann krieg ich auch eine gelbe Karte dafür. Jetzt wird alle beschweren, so, oh ja, war gar nicht so. Okay. Dann halt rot. The player will be ashamed of, I think. Oh, the red mist seemed to descend there, didn't it? And I'm sure he gets blamed by his manager. He's let his teammates, he's let himself down there. Oh, das ist aber nicht weit, ne? Nur erstmal so. Schon wieder zu R7. Super. Nee, schafft er nicht. Hoffe ich. Bevor streng dich an. So. Also heute ist nicht so wirklich Ronaldos Tag. Aber meiner leider auch nicht. So. Renn. Ah! Fuck, da hab ich. Oh Mann! Warum bin ich denn so schlecht gerade? Time ticking on. Just over 15 minutes to go. That's a great interception. Modric. Mann, ey. Die nehmen auch hier durch meine Verteidigung. Wenn man das Verteidigung überhaupt nennen kann. Ja, nächster Wechsel. Benzema geht leider auch vom Pferd. Vom Feld meine ich. Geht vom Pferd, genau, Fabian. Er geht vom Pferd beim Fußball. So sieht's aus. Nur noch gute 12 Minuten und Ecke. Oh ne. Ich glaube, die wird gut werden. Erstmal wegschießen. Das Wichtigste. Ah ja, das hat Buffon gesehen. Das ist gut. Ey! Hallo, was faulst du mich? Weißt du, der liegt da am Boden hier, der kann nicht mehr. Oh. Weinwurf? Ja. Dybala. And in goes the cross. Morata. Juventus on the attack. Hey. Tackle goes in. Lucas Vasquez. Show your appreciation for today's man of the match. Number one. Der ging leider. Oh, der geht aber weit. A lot can
Das war jetzt aber sehr optimistisch. Nachspielzeit. Da muss auch ein Tor fallen, Mann. Oh. Jubeln. Yes. Endlich. Und wenn es in der Nachspielzeit war, endlich das lang ersehnte Tor. Wäre doch nicht besonders gut, aber Tor ist Tor. Ich habe auf jeden Fall nicht verdient gewonnen. Das kann man schon mal klar sagen. Aber da freut er sich endlich mal. Das fand ich nice. Gonzalo Higuain. Aber das ist echt bitter, wenn bei so einem Topspiel die Mannschaft in der Nachspielzeit das Siegtor hat. Oder wie die andere Mannschaft das, mal gefoult. Wenn er dadurch die andere Mannschaft verliert. Und siehst du, direkt danach war der Entschluss. Also viel mehr wäre da nicht gewesen. Ja, Beaufort klatscht natürlich. An sich fand ich, dass es ein spannendes Spiel war. Weil ich war schlecht und die waren gut. Und er hat nur 5 Schüsse, aber kein Tor. Relativ selten für ihn, dass er so oft schießt, aber halt kein Tor macht. Ich meine, er hat einen Freistoß vergeben, da er den Elfmeter vergeben. Das fand ich dann doch schon. Also den Elfmeter habe ich doch eigentlich ganz gut gehalten. Finde ich zumindest. Das würde. Ich würde sogar sagen, das ist von mir. Also von meiner Mannschaft das Highlight gewesen, dass ich den Elfmeter gehalten habe. Das Tor wäre jetzt nicht so spektakulär. Auch, ich sag mal, auch ein bisschen Pussy-mäßig, würde ich sagen. Schauen wir mal auf die Statistiken. Ja gut. Das ist doch schon ein riesiger Unterschied, ne? Also, so Torschüsse, Schüsse, Ballbesitz. Zweikämpfe haben wir immer noch mehr. 4 Fouls, okay. Ecken kann die 2, wir gar keine. Passgenauigkeit ist sogar noch gesunken, aber allerdings bei beiden. Also nicht nur bei mir. War Schussgenauigkeit 100%. Natürlich hat Higuain die beste Bewertung bekommen für sein Tor. Eine 9,2. Aber wir haben wenigstens gewonnen. So ein bisschen die Niederlage aus der letzten Folge wieder gut gemacht. Das war es dann auch schon von mir, von der FIFA 17 Demo. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Mir hat es gefallen. Natürlich auch, dass ich gewonnen habe, das ist natürlich das Beste, aber an sich hat es mir auch sehr gut gefallen. So, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Ich bin raus und ciao.